Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Need for Speed Most Wanted mit mir, dem Silber. Ich habe den Ton ein bisschen leise gemacht. Ich hoffe, das ist von der Lautstärke okay. Einfach, damit ich mich ein bisschen besser hören kann. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal überlegt, ob wir uns einen neuen Wagen zulegen. Und mich am Ende dazu entschieden, dies doch nicht zu tun. Einfach, weil es sich ab jetzt nicht wirklich lohnen würde, weil wir ja bald einen neuen haben, auf jeden Fall. Wobei ein... Es reizt mich halt schon, ne? Pass auf. Wir machen mal folgendes. So, einmal Gas. Erstmal fahren wir ein bisschen tunen, ne? Hier im Shop. Hey, do your thing. Hey, Schocker. So, was wollen wir machen? Teile, wollten wir die gucken? Ich glaube, haben wir nicht hier, Ja, guck mal, hier. Neues Teil. Oh, kann man sich das nicht irgendwie von hinten angucken? Fuck, dann muss ich mit der Tastatur jetzt machen. So. Finde ich eigentlich ganz sexy. Finde ich ganz geil. Wobei, ist das hier nicht etwas weniger breit? Ah, fuck, das kann man sich leider nicht mal angucken. Da muss ich extra auf die Tastatur gehen. Hier ist es weniger breit. Komm, nee. Wir tun den hier auf. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Zahlungnahme 250. Preis 15.000. Okay. Das heißt, wir müssen nicht den vollen Preis bezahlen. Finde ich gut. Ah, fuck, das haben wir immer noch nicht. Betriebe. Haben wir immer noch nicht. Irgendwas haben wir doch bestimmt neu. Ultimates. Was ist das Fahrwerk? Okay. Oh, Handling ist dadurch schon ein bisschen verbessert. Nitro. Ah, nice. Das haben wir auch neu, ne? Ja. Ja, gefällt mir. Und dann fehlen uns nicht mehr viele Teile, ne? Ja, hier haben wir 5. Kompressor, haben wir hier was? Ab Nummer 3, na gut. Es waren jetzt was? 2 Teile? Oh, es ist schon etwas. Gut, und das Problem, dass meine Controller-Buttons nicht angezeigt werden, das konnte ich leider nicht lösen. Lol. Oh, wir sind jetzt eh wieder Stufe 2. Oh, es sieht jetzt ein bisschen anders halt aus. Muss einfach mal sagen, unser Wagen. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass es nicht mehr so geht, aber gut, ich weiß zum Glück, wo die 3 auf der Tastatur ist. Es ist ein wenig breiter, gerade auch hier diese Radkästen hier, wo die Räder drumherum sind. Also die Räder verdecken sollen. Machen das ein bisschen breiter, den Wagen insgesamt. Aber ich finde kurz, da wir den eh nicht mehr lang fahren werden, so ein kleiner Tapetenwechsel noch. Also so, Tapetenwechsel kann man nicht sagen, aber so eine kleine Karosserieveränderung, ein kleiner Wechsel in der Optik halt, finde ich eigentlich ganz okay. Von daher lassen wir das mal so. Und bevor wir jetzt mit den Rennen anfangen, mache ich mal kurz einen kleinen Check, ob die Aufnahme okay ist. Oder hören wir uns gleich wieder. Hallo, und da werden wir wieder zurück. Und alles ist mit der Aufnahme natürlich okay, aber ich mache immer gerne Sicherheitschecks. So. Also wie gesagt, oh, wir haben das Kopfgeld schon. Krass. Wir haben uns jetzt mal, glaube ich, gar nicht mal angeguckt, wie viel Rennen man für den braucht. Das habe ich beim letzten Mal anscheinend vergessen. Macht aber nichts. Also Kopfgeld haben wir auf jeden Fall schon mal genug. Rennen können wir mal gucken. 10 Stück an der Zahl. Viel Radarfalle. Gefällt mir. Also 3, also. Ja. Ah, K.O.-Rennen, Rundenrennen, aber auch nur 2. Das finde ich gut. Ich auch nur 2 Runden. Das scheint ein guter Backlist-Fahrer zu sein. Also einer, wo wenig nervige Rennen dabei sind. Und wie gesagt, ich habe überlegt, vielleicht einen Dodge Viper zu kaufen.
aber einfach dadurch, wir haben jetzt unseren Mustang jetzt eh schon gerade getuned und der ist schon von der Leistung her ziemlich ordentlich, kann man jetzt sagen. Deshalb, ich würde den jetzt nicht, ich würde nicht extra noch den Dodge Viper jetzt kaufen, vor allem da wir bald den, unseren neuen Wagen haben. Uiuiui, Freund. Vor allem, wir sind ja jetzt nur noch Stufe 2 von den Cops her. Einfach, weil wir den Wagen ein bisschen optisch verändert haben und dadurch die Kopfstufe ein bisschen sinkt. Moment, das war jetzt was? Das war K.O.-Rennen, ne? Oder Rundenrennen normal. Ja. Ja, der zieht schon ordentlich. Und dieses neue Bodykit lässt den echt ein bisschen brutaler aussehen. Finde ich irgendwie. Ein bisschen bulliger, ein bisschen halt ne breiter und so. Etwas, hat auch irgendwie etwas Sportliches, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt. Boah, leck mich doch. Okay, jetzt müssen wir Gas geben. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt besser finde. Also wahrscheinlich nicht. Aber ich finde es halt anders. Und allein schon dadurch, dass es endlich mal, dass er endlich mal ein bisschen anders aussieht als vorher, finde ich schon ganz gut. Nicht immer das gleiche sehen, ne? So, Freunde. Einmal für die vorbeilassen. Oh, die A3 vorne, natürlich. Ja, guck mal. Also unscheiße, fühlt sich schon deutlich schneller an. Wobei wir, glaube ich, nicht so viel an der Beschleunigung gerade verändert haben. Außer, dass wir Hydro haben. Eigentlich haben wir ja nur das Handling verbessert. Aber der hier ist ja so schon schnell genug. Das Problem ist, wenn man so schnell fährt, dann sieht man natürlich auch langsamer die Fahrzeuge, die einem entgegenkommen. Und kann, hat weniger Zeit, um auszuweichen. Das ist vielleicht ein. Hat das gerade gesehen? Was hat der über den fucking Rasen fährt? Na gut. Gefühlt kann ich auch jetzt mega schlecht die Distanzen einschätzen zwischen den Autos. Also wie breit das Auto ist und so und wann man den Verkehr rammt. Wahrscheinlich ramme ich deshalb gerade irgendwie alles, was mir im Weg kommt. In den Weg kommt. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Weil ich den hier ehrlich gesagt auch irgendwie gerne weiter tunen würde. Wisst ihr? Also im Sinne von, ich würde gern den leistungstechnisch verbessern, auch wenn wir bald einen neuen Wagen uns holen, würde ich den ja auch gerne noch pimpen ein bisschen. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt schlau ist. Eigentlich nicht, weil sonst gibt man den doppelt Kohle aus. Aber, hm. Naja, come on, letzte Runde. Eine Herausforderung ist dieser Gegner mal wieder nicht. Okay. Ich sehe, ich habe das Karma wieder herausgefordert. Oh boy. Was gibt denn da jetzt Gas? Ach komm. Da kann ich aber auch nichts für, ne? Das habe ich gerade auch einfach ein bisschen Pech. Oh Gott, ich muss mich mal kratzen. So. Gut. Jetzt kann ich richtig weiterfahren. Vorher konnte ich nämlich nicht. Oh boy. Oh boy, nice. Jetzt voran. Ich glaube, da musste er den Passanten ausweichen. Das heißt, ich hatte da auch wieder ein bisschen Glück.
Aber hey, die Passanten haben mir auch ein bisschen Pech im Rennen gebracht. Dadurch, dass ich fast jeden zweiten Gramm habe. Von daher, ja komm, da kann er nichts machen. Da kommt, kann er so nah rankommen, wie er will. Ich hab gewonnen. 14.000 Money vor allem bekommen. Rennen. Ja, machen wir das. Ist halt wieder ein Rundenrennen. Zwei Rundenrennen hintereinander. Na komm. Es sind aber auch nur zwei Runden diesmal, nicht drei. Ich glaube, die Strecke ist ein bisschen länger pro Runde, von der Runde her gesehen. Kriegen wir hin. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass bei uns jetzt der Ausbruch an der Seite ist? Das sehen wir vielleicht gleich mal in der Kurve. Ich glaube, ich habe es gerade leicht erkannt. Da ist ein bisschen Auspuff an der Seite. Ein Schussding. So, oh, da ist einer. Oh, da ist einer hängen geblieben, wenn man es auf der Minimap mal sieht. Das ist sehr schön. Einer weniger. Ach, fuck. Ah, das war auf jeden Fall falsch angefahren. Ich nehme auch gerade irgendwie alles mit, oder? Na gut, vielleicht sollte ich auf der richtigen Straßenseite fahren. So, einmal vorbei. Boah, fuck. Ja, bergab bremsen ist aber auch eine Sache, die nicht immer funktionieren muss. Oder sollte. Nein. Boah, da hätte ich aber auch nicht ausweichen können. So, go, go, go. Ja, da sieht man den Auspuff. Dann auf jeden Fall deutlich. Ah, ich bekomme tatsächlich Bock auf Carbon, ne? Muss ich sagen. Also nicht was Speed Carbon. Ich glaube, das muss ich mir doch mal nächsten Monat zulegen. Oder übernächsten. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch brauchen werden. Lang kann es nicht mehr dauern. Wir haben ja nur noch 5 Fahrer übrig. Und widmen uns gerade eh schon einem von ihnen. Von daher, viel kann nicht kommen. Wobei ist auch noch die Frage, ob wir direkt im Anschluss Carbon spielen oder auch erst ein bisschen später. Ich würde es natürlich gerne chronologisch, vor allem nicht chronologisch, ich würde es gerne relativ nah hintereinander spielen. Ah, Stufe 1 kommt. Deshalb wäre eigentlich ganz cool, wenn ich es mir in Bälde schon zulegen würde. Man muss natürlich auch die Geldquellen anschauen. Die Kurve ist ein bisschen knifflig, ey. Also bergab abbremsen und so. Na gut, ich glaube, die haben da ein bisschen Scheiße gebaut gerade eben an der Kurve. Sind auf jeden Fall jetzt. Na gut, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr weit weg gerade. Aber ich glaube, die kommen jetzt nochmal an. Ach shit, das Kopfrisiko ist bei dem Rennen anscheinend ein bisschen höher. Bin hinter dem gemeldeten Fahrer. Mann, der hat eilig. Verfolgung aufgenommen. Waren alle Einheiten. Aber am Ende kann man nichts mehr drehen. Am Ende bin ich der Sieger. Alter. So, Freunde. Macht's euch nicht so schwer.
Na, okay, hier ist wieder die Baustelle. Ich meine, diese Falle hier. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir drehen einmal um. Oh, direkt Stufe 3. Das ging aber richtig schnell. Auf der Hastings Road. Die Sperrung des Sektors ist genehmigt. Einsatz wechselt auf TAC3. So, hier können die uns auf keinen Fall sehen. Das ist einer der besten Verstecke hier im Spiel. Zentrale, hier ist Bravo 28. Ich habe zwei weitere. So, ich glaube, wir haben auch direkt ein Ziel erfüllt, oder? Voraussichtlich 3 Minuten für die Sperrung. Flucht unter 2 Minuten. Ha, da haben wir schon das erste Ziel. 90.000, ja. Wollte ich zwar nicht, aber okay. Back. So, sind wir auch schon Stufe 3. Ungeplant. Was soll's, ne? Gut, dreimal Mautstelle auch noch. Ey, Freunde. Komm, wir machen jetzt zweimal Sprint. Oder wie machen wir das? Doch, wir machen. Okay, wir machen jetzt zumindest einmal Sprint. Das geht auch quer durch die. Dieses Anfangsgebiet. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Hieß es Rosewood? Rosewood Park oder so? So, Friends, warte auf mich. Ah, wir nehmen alle den schnellen Weg. Oh. So. Hier weiß ich nicht, wo am schnellsten ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wissen auch, welcher der schnellste Weg ist, weil ich meine, der hier ist schneller. Boah. Hey, hey, nicht in den Gegenverkehr drängen. Also ich gesehen, waren die ganze Zeit im Gegenverkehr, aber nicht in den anderen Wagen. In den NPC-Wagen. Das wäre doch ganz nett. Ach, fuck. Ach, ich hab's doch gesagt. Der Wagen mit seiner neuen Breite ein bisschen ungewohnt. Aber hey, noch ist nicht gegessen. Wow, Alter, was habt ihr denn da gemacht? Alter, Junge. Die Unfälle häufen sich aber jetzt gerade. Ah, fuck, ich wäre jetzt gern hier gerade ausgefahren. Ach komm. Ja, ich glaube, wir gehen mal ein bisschen. Ja, gut, natürlich fährt er nicht rein. Ach so, lol. Ich war gerade so verwirrt, hey, wo fahren wir jetzt lang? Aber natürlich hier der Park, wo wir, glaube ich, bis jetzt noch nie waren, ist guten Grund. Weil hier lang zu fahren mit einem Mustang nicht gerade die beste Idee. Alter! I believe I can fly. Wow, shit, sorry, Bro. Oh, ich hab den. Ich hab, glaube ich, getötet gerade. Ah, sorry. Ja, was übernimmt die Versicherung? Also den Tod nicht, das ist dann blöd gelaufen für ihn, aber. Ja. Ey, in dem Wald kommen die, glaube ich, gar nicht klar. 600 Meter Abstand. Das hat die voll aufgehalten. Ah, shit. Meine Nase juckt, verdammt. Ich muss bis zum Ende durchhalten. Wobei eigentlich nicht. Eigentlich kann ich auch jetzt. Oh, oh, das ist gut. Oh. Oh ja. Moment, es hört nicht auf. Das ist mal ein tolles Let's Play. Dass ich Leute extra eine Pause nehmen, um die Nase zu kratzen. Und das dann auch nicht heraussteigen. Nein, 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 nein. Kann man easy auf dem Dach landen. An der Stelle. Oh, nein, 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 nein. Ich fahre gerade auch echt besoffen. Und Scheiß. Irgendwas ist heute nicht richtig.
Na gut, 90%. Wo ist das Ende? Ne, 80%. Sorry. Das macht auch irgendwie fast gar nichts aus, wenn ich irgendwelche Leute ramme. Er muss noch nicht mal ausweichen. Oh, der steht aber blöd, aber gut. Dem tollen Handling. Oh, sei Dank. Und jetzt gib Gas. Nicht mehr viel übrig. Und er kommt. Oh, wie er rankommt. Ach komm. Ne. Vor allem, das war der McLaren, ne? Also, sorry für den Unfall gerade eben, aber ganz ehrlich, geht so nicht an. So. I fucking sie. Bis auf das Ende. Aber vielleicht ein bisschen knapp.